Hallo und herzlich willkommen im Wald. So, ich bin ja jetzt schon häufiger gefragt worden, wie ist denn das jetzt mit welchem Naturschutzgebiet, was darf man jetzt in welchem Naturschutzgebiet nicht, was zum Henker ist eigentlich ein Nationalpark und was darf ich denn nicht im Landschaftsschutzgebiet, nachdem es Landschaftsschutzgebiete doch relativ viele gibt und man dann nicht so genau weiß, ist das jetzt ein Naturschutzgebiet, muss ich da jetzt besonders vorsichtig sein, sollte ich da jetzt noch Möglichkeit auf dem Weg bleiben. Wenn man im Gesetzestext nachguckt, steht da, man soll den Charakter der Landschaft nicht verändern. Hä? Und daher machen wir jetzt mal ein ausführlicheres Video zu, was für Schutzgebiettypen haben wir überhaupt in Deutschland und was darf ich da? Praktischerweise für mich gibt es eine internationale Organisation, die sich IUCN schimpft, die sich mal die Mühe gemacht hat, Schutzgebiete in Kategorien einzuteilen beziehungsweise eine Auflistung von möglichen Schutzgebieten, die man sich irgendwo anlegen kann, wenn man dann ein Staat ist, zu machen. Und das ist jetzt halt eben das, was ich jetzt als Basis für dieses Video nehme und euch die einzelnen Schutzgebiettypen erkläre. Aber erstmal, was ist eine IUCN? Das ist die International Union for Conservation of Nature. Conservation of Nature and Natural Resources. Jetzt wisst ihr auch, warum man die IUCN abkürzt. Ja, die IUCN gibt es schon seit 1948 und deren Ziel ist die Sensibilisierung des Menschen, also von uns, darauf, dass wir sehen, dass die Natur schön ist und das halt eben primär durch Schaffung von Schutzgebieten und Regionen, in denen die Natur erlebbar ist, damit wir dann als Mensch begreifen, dass die Natur schützenswert ist und wir uns dann selbstständig quasi Gedanken machen bzw. uns auch stark machen für nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und verantwortungsvollen Umgang mit unserer Natur, ohne diese auszubeuten. Das ist so deren Endziel. Das machen sie jetzt seit 65, 67 Jahren, irgendwie sowas. Und haben dabei so drei primäre Aufgabenbereiche für sich selbst gefunden. Das ist nämlich einmal die Rote Liste, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Das ist einfach eine Liste von Tier- und Pflanzenarten bzw. Organismen, die vom Aussterben bedroht sind. Beziehungsweise vom Aussterben bedroht ist so der allerschlimmste Schutzstatus. Da war ein großer Käfer. Man steht schon in der Liste drin, wenn man gefährdet ist im Bestand, so als Art. Das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache, aber darauf will ich jetzt gar nicht weiter eingehen. Dann haben sie eben Kategorien für Naturschutzgebiete, beziehungsweise Schutzgebiete für Natur und teilweise auch Mensch, wenn man so möchte, festgelegt. Und das Dritte ist, was sie machen, ist so eine Art internationale Umweltrechtberatung. Also gerade in umweltrechtlichen Fragen, die dann ja ganz oft einzelne Länder überschreiten und sich jetzt nicht nur auf Deutschland beziehen, sondern möglicherweise auf Deutschland plus Nachbarländer oder die ganze EU und solche Dinge. Oder Amerika und Europa da irgendwelche Kompromisse aushandeln. In solchen Fällen kann man sich beratend auch an die IUCN wenden. Und berät da und guckt auch, dass ein Kompromiss gefunden wird und klärt einfach die Rechtslage. Das Ganze ist ein NGO, also eine sogenannte Non-Governmental Organization. Es gibt aber trotzdem staatliche Institutionen, die in ihr Mitglied sind, zum Beispiel das Bundesamt für Naturschutz oder gleich das Bundesministerium für Umweltschutz, Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, irgendwie so heißen die, ich vergesse das immer wieder. Jedenfalls, die sind da auch Mitglied, genauso wie Naturschutzorganisationen, die man kennt, zum Beispiel WWF, den BUND, ja, und auch kleinere Organisationen, wie zum Beispiel irgendwelche lokalen Angelverbände oder der Kölner Zoo. Gibt's auch. Die ganze Organisation ist von daher recht vertrauenswürdig, weil es sich um eine reine Organisation aus Naturschutzinstitutionen staatlicher und nichtstaatlicher Art im weitesten Sinne handelt. Es sind keine Wirtschaftsvertreter anwesend. Also es gibt da jetzt kein Unternehmen wie Nestle oder ja, Nestle ist ja so ein Beispiel für ein recht böses Unternehmen, das global sehr viel Macht hat und nicht unbedingt gut mit Ressourcen umgeht. Die sind zum Beispiel nicht drin, es sind überhaupt keine Unternehmen drin. Man kann diesem Verein, also schon also dieser Organisation schon vertrauen, das ist eigentlich eine gute Sache. So viel dazu.
Jetzt sei noch mal kurz darauf hingewiesen, wozu ist es überhaupt gut, Schutzgebiete zu kategorisieren. Das dient einfach der internationalen Vergleichbarkeit, dass man sagen kann, okay, wenn wir jetzt ein neues Schutzgebiet anlegen, dann ist das ein so und so. Das braucht man, damit man sagen kann, es gibt weltweit so und so viel Prozent der weltweiten Fläche sind unter Naturschutz und wenn sie unter Naturschutz sind, unter welcher Kategorie. Das ist einfach für so wichtige globale Zahlen wichtig. Dann müssen die Regierungen auch irgendwie wissen, wie viel habe ich denn geschützt und unter welchen Kriterien und bin ich da besser oder schlechter als andere Länder. Man möchte sich ja auch irgendwie gegenseitig vergleichen. Und ganz wichtig, und das ist so der Hauptgrund, wenn es Kategorien gibt, die entsprechend definiert sind, muss man, wenn man beschließt, ein Naturschutzgebiet anzulegen, als Staat XY, nicht lange überlegen, nach welchen Kriterien mache ich denn das am besten, wie geht denn sowas überhaupt, muss ich mir da jetzt irgendwas Eigenes einfallen lassen, muss ich mir da was ausdenken? Nein, man nimmt eben das System der IUCN und hat dann ein verbrauchbares Naturschutzgebiet nach brauchbaren Kriterien angelegt, das dann so auch funktioniert, also bisher nach aktuellem Stand der Forschung. Dafür ist das gut. Zu Kategorie 1a. Gehen wir da jetzt mal detailliert drauf ein. Was ist ein strenges oder striktes Naturreservat? Das ist von daher relativ simpel. Das ist erstmal ein flächenhaftes Gebiet von beliebiger Größe. Also man kann die schon relativ groß machen. Irgendwann macht es dann Sinn, einen Nationalpark draus zu machen. Aber im Prinzip gibt es keine Einschränkung, wie groß was sein darf. Wichtig für diese Dinger ist primär da drin in der Kernzone, es ist ein gewisser Puffergürtel drumherum möglich, aber eigentlich in dem eigentlichen Gebiet darf nichts gemacht werden. Das ist also wirklich so die Käseglocke drüber Variante, dass man da wirklich sozusagen eine imaginäre Kuppel drüber macht und da darf kein Einfluss von draußen rein. Da drin darf nur die Natur sich selbst überlassen sein und der Mensch darf da überhaupt nichts drin verändern, also wirklich keinerlei Einfluss drauf nehmen. Im Idealfall darf man nicht mal einen Weg durchbauen, weil dann könnten ja Leute durchlaufen oder Autos durchfahren, die dann in irgendeiner Form Einfluss drauf haben. Ganz so streng wird es leider nicht gehandhabt, aber im Prinzip ist es so gedacht, dass da wirklich überhaupt nichts drin passieren darf. Also 0, gar nichts. Wie ist das jetzt, wenn man im Naturschutzgebiet unterwegs ist? Und das ist man ja häufiger, das wisst ihr selber, da gehen doch Wege durch und so Sachen. Wenn es gut gemacht ist, führen die Wege nur am Rand entlang von eben dieser Kernzone, wo diese besondere schützenswerte Natur sich drin befindet. Zum Beispiel ein Moor, ein Bestand einer sehr seltenen Pflanzenart, die jetzt nur an dieser Stelle komischerweise vorkommt. Ein kleiner See irgendwo im Wald, der bestimmte seltene Tierarten enthält. Ich will da jetzt gar keine großen Beispiele nennen. Sowas wäre einfach ein striktes Naturschutzgebiet, weil da wirklich was ist, was schützenswert ist und vorm Aussterben oder Ähnlichem bewahrt werden soll. Dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Eigentlich sollte der Mensch draußen bleiben. Ihr wisst selber, es gehen Wege durch, aber dann ist halt eben das Kriterium, dass da wirklich nichts passiert, dass man die Wege nicht verlassen darf. Und damit sind wir bei dem Punkt, was darf man da drin? Nix. Also man darf den Weg nicht verlassen, man darf in den Bestand an sich nicht reingehen, darf da keine Pflanzen entnehmen, bestimmt garantiert auf keinen Fall irgendwas anzünden, sei es eine Zigarette, ein Streichholz oder irgendwas. Man darf nicht drin schlafen, egal ob im Zelt oder sonst wo, man darf da drin quasi gar nichts. Und das ist auch sinnvoll so, weil da soll ja wirklich die Natur sich selbst überlassen werden, damit da alle Prozesse natürlich ohne Einwirken des Menschen ablaufen können. Ja, wenn da jetzt natürlich ein Naturfreund einfach mal durchläuft und nichts weiter macht als durchzulaufen, da entsteht tatsächlich kein Schaden, aber wenn das jeder machen würde, dann hätte man irgendwann doch einen Trampelpfad und die Tiere wären halt gestört von einem anderen großen Säugetier, was da durchläuft und sich irgendwie seltsam verhält. Daher ist das halt eben so, wie es ist. Dann gibt es noch Kategorie 1b, das ist wirklich Wildnisgebiete, die wir in Deutschland nicht mehr haben. Von daher ist das mehr oder weniger hinfällig. Es gibt hier wirklich kein einziges Gebiet, das wirklich noch so Wildnis wäre, dass man sagt, okay, das ist ein Rest Wildnis, den stellen wir unter Schutz und keiner mehr darf mehr rein. Ansonsten ist es genau dasselbe wie bei Kategorie 1a, niemand darf rein. Nur ist das halt im Fall von 1a irgendein Stück Land, wo man sagt, da ist noch so ein bisschen was übrig. Das muss nicht unbedingt Wildnis sein. Und bei B ist es tatsächlich Urwald zum Beispiel. Das gäbe es dann noch in den Regionen, wo wirklich noch Urwald oder Urnatur vorhanden ist. Da gibt es sowas. Bei uns nicht.
dann zur zweiten Kategorie, das ist der Nationalpark. Was ist jetzt ein Nationalpark? Der unterscheidet sich erstmal vom komplett strikten Reservat darin, dass es zumindest Ausnahmen gibt, dass im Nationalpark noch was gemacht werden darf, wenn das der Natur förderlich ist. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man will da den natürlichen deutschen Wald haben in einem deutschen Waldnationalpark. Und dann hingeht und zum Beispiel die Schwarzkiefer raussägt, weil die da eigentlich nicht reingehört und invasiv ist und sich da ansamt und dort wächst, obwohl sie das eigentlich nicht sollte und wir sind dran schuld, weil wir sie da ursprünglich mal gepflanzt hatten, dann kann man zum Beispiel damit rechtfertigen, dass man hingeht und sie wieder raussägt. Deswegen ist es trotzdem noch ein Nationalpark. Also Ausnahmen sind möglich im Totalreservat, in Kategorie 1 geht sowas nicht. Außerdem ist es wichtig bei Nationalpark, dass es möglich ist, dass Touristen da rein dürfen. Das heißt, es muss möglich sein, die Natur zu erleben. Es gibt also ein Managementsystem, das es irgendwie ermöglicht, da zwar keine Landnutzung drin zu betreiben und die Ressourcen des Nationalparks werden nicht genutzt, aber sie dürfen begutachtet werden und es findet Tourismus statt und damit darf man auch Geld verdienen. Dementsprechend muss eine gewisse Infrastruktur da sein. Und ganz typisch für Nationalparke ist auch eine gewisse Größe. Das war ursprünglich mal so gedacht, Naturschönheiten eines Landes als Zeichen des nationalen Stolzes auch. Schaut mal, wir haben hier tolle Natur, wir als Amerikaner, die haben es tatsächlich erfunden, man glaubt es kaum. Kommt her, guckt euch das an und da sind wir stolz drauf und wollen das für die kommenden Generationen erhalten. Das ist so der grundsätzliche Nationalparkgedanke. Eben wichtig. Konservation ja, auf 75% der Fläche des Nationalparks soll wirklich nichts gemacht werden, fast nichts, aber es sind eben Ausnahmen möglich und 25% der Fläche ist die sogenannte Managementzone bzw. die Randzone. Das ist dann da drumherum auf bestimmten Flächen, wo aus irgendwelchen Gründen was gemacht werden muss, wenn man zum Beispiel Hotels im Gebiet haben möchte, damit man eben die Touristen da reinkriegt, die dann ja auch Geld da lassen und den Naturschutz zum Teil erst ermöglichen. So ein Nationalpark kann sich schon fast selber finanzieren, fast. Kommt auf den Nationalpark an. Also beim Yellowstone in Amiland, den traue ich zu, dass die sich selbst finanzieren. Aber bei uns tut das aktuell noch kein Nationalpark so richtig. Also wie gesagt, diese Komponenten, es gibt ein Besucherleitsystem, die Besucher werden da irgendwie durchgeführt, aber wichtig ist, dass es halt sich um nachhaltigen Tourismus handelt und der Mensch dort nicht eingreift, sondern bloß zu Besuch in der Natur ist, durchgeschleust wird und dann wieder weg ist. Also keinen sichtbaren Einfluss auf das Ökosystem hat. Nur mal kurz zu Besuch da ist und die Tiere auch sozusagen lernen, okay, wenn da diese komischen Typen da rumrennen mit Hut, dann sind die bloß zu Besuch und die sind dann weg. Und nachts sind die nicht hier und die wohnen hier nicht und schlafen hier nicht und machen hier nicht sonst was. Jetzt gibt es Unterschiede. Was darf man da jetzt? Was darf man da nicht? In der Kernzone ist es das gleiche wie im Totalreservat. Man darf nichts, man darf nicht vom Weg runter, man darf nicht Feuer machen, man darf nicht Pflanzen pflücken, man darf nicht irgendwelche Tiere erschrecken. Man darf also quasi den Weg einfach nicht verlassen. Damit ist alles andere sowieso hinfällig. Man darf auch nicht auf dem Weg schlafen. Also man sollte da nachts, wenn man da noch drin rumläuft, sollte man eigentlich fast auch schon sein lassen. Einfach aus Naturschutzgründen, dass die Tiere wissen, nachts ist das unser Wald. Verboten ist es nicht. Im Randbereich und in bestimmten ausgewiesenen Gebieten, das ist je nach Nationalpark unterschiedlich, ist es dann sehr wohl möglich, weil es ja eben dazu da ist, dass man die Natur auch entdecken kann und dort erleben darf. Da darf man dann auch den Weg verlassen, darf Pilze sammeln, darf Beeren sammeln. Ein Feuer anzünden darf man trotzdem nicht und sollte man dann auch wirklich sein lassen. Und man wird auch keine Genehmigung dafür bekommen, das könnt ihr vergessen. Das geht nicht im Nationalpark. Und es ist unterschiedlich, ob man drin übernachten darf. Manche Nationalparke haben wirklich drinstehen, weil sie das Waldgesetz kennen und im Waldgesetz ja nicht drinsteht, ob man jetzt nun schlafen darf oder nicht und damit eine Grauzone und damit schlafen erlaubt. Steht in Nationalparkgesetzen meistens drin, Lagern verboten. Und Lagern, damit hat sich's erledigt. Weil Zelten, okay, klar, dann zelte ich halt nicht, dann liege ich halt unter einer Plane rum. Oder wenn es nicht regnet, liege ich mich einfach so auf dem Boden. Aber wenn das Lagern verboten ist, dann darf man sich tatsächlich nicht länger am Boden hockend oder sonst wie aufhalten. Im Prinzip darfst du schon nicht 3 Stunden des Nachts da einfach nur rumsitzen. Auch das darfst du eigentlich schon nicht. Damit hat sich das auch wieder erledigt. Wie gesagt, es gibt Ausnahmen, es kommt auf den spezifischen Nationalpark an. Es gibt auch Nationalparke, die haben so kleine lustige Felshöhlen, in denen man schon früher als Kletterer Unterschlupf finden konnte, wenn man da an den Felswänden unterwegs war. Es gibt überhaupt häufig Sonderregelungen für Kletterer und ähnliche Leute, die die Natur ein bisschen intensiver erleben wollen, sagen wir es mal so.
Da gibt es so Sonderregelungen, aber in der Regel ist es halt so, dass man das nicht darf. Relativ egal für uns, die wir in der Natur unterwegs sind, ist das Naturdenkmal. Das ist nämlich wirklich bloß eine kleinräumige Geschichte. Der eine super, super alte Baum im Englischen Garten in München. Die eine Felsnadel, die aus irgendwelchen Gründen mitten auf dem Acker steht. Keine Ahnung, ob es sowas wirklich gibt. Aber sowas in dieser Kategorie wäre es einfach. Eine besondere Sache aus der Natur, die dafür da ist, und das ist wirklich jetzt so eine didaktische Funktion, also wirklich so eine Beispielgebefunktion, dass derjenige, der das Ding erlebt, hingeht, guckt, stellt fest, oh, ist das schön, toll, was unsere Natur so überhaupt hervorbringt. Auch ein Wasserfall ist ein ganz typisches Naturdenkmal. Und da ist wirklich der Name Programm, Denkmal. Da soll man wirklich ehrfürchtig vor diesem Ding sitzen oder stehen oder wie auch immer und staunen, was die Natur zustande bringt. Und es soll einem nach Möglichkeit klar werden, dass die Natur geschützt werden muss und einfach was Schönes ist, was unseren Respekt verdient. Und da kann man jetzt beliebig esoterisch an die Sache rangehen. Zur Bewahrung der Schöpfung und solche Späße sind auch wirklich so Begriffe, die dann teilweise auch in Gesetzestexten drinstehen. Wirklich so eine gewisse Oberlehrerfunktion. Natürlich ist dieses eine Ding dann auch geschützt und man soll nicht drauf rumklettern. Was dann aber zum Beispiel im Fall von irgendwelchen Felsformationen, das würde denen nicht wehtun, wenn da jemand drüber klettert. Das würde denen auch nicht wehtun, wenn da ganz viele Leute drüber klettern. Und eine kleine Treppe rein wäre wahrscheinlich auch nicht schlimm. Das hat dann tatsächlich was damit zu tun, der Respekt vor diesem Denkmal, vor der Natur, dass man da halt eben keinen Unsinn mit anstellt und schon gar keine Graffitis drauf sprüht oder halt eben auch kein Feuer drauf macht, wenn es jetzt eine großer, schöne Felsformation ist oder ähnliches. Das heißt, da darf man dann auch wieder im Prinzip nichts. Was aber egal ist, weil die Dinger maximal 5 Hektar groß sind, wenn es sich zum Beispiel um eine besondere Wiese handelt, irgendwo eine Alm, eine besonders schöne Alm in den Alpen, maximal 5 Hektar, wie gesagt, dann ist es ein flächenhaftes Naturdenkmal, dann geht man halt neben der Wiese pennen oder macht neben der Wiese sein Feuer, sofern man es dann darf oder wie auch immer. Also das ist ja nun kein Hindernis.